habe doch hier eben ein Haha gehört. Hier irgendwo habe ich ein Haha gehört. Kann natürlich sein, dass ich mir das nur einbilde. Okay, vorsichtig hier runter. Ich sagte vorsichtig. So langsam fallen mir immer mehr Sachen ein, die ich eigentlich machen wollte. Ja, so ist es doch immer. Hopp, fressen wir mal was. Und dann gehen wir mal kurz auf Schafjagd. Ich weiß, mit einem Schafgehege könnten wir das viel besser beheben, aber wo wäre denn da der Spaß? Wir brauchen so 2 Betten oder so. Aber je mehr, desto besser, desto besser. Pass auf, jetzt finden wir keine Schafe. Wetten das? Nirgends. Whatsoever. Never. Ah, ich höre Schafe. Da oben sind auch welche. Oh, sind viele. Die mache ich alle platt. Komm her. Wow, das ging schnell. Warum habe ich denn... Nicht wahr, ne? Was schmeiße ich denn mal weg? Nee, ich komme wieder. Da muss ich gleich mal runter zum... Nochmal in den Keller. Ich hoffe, ich finde den Ort hier wieder. Das waren richtig schöne viele Schafe. Haut mir nicht ab, Freunde. Ich komme gleich und kümmere mich um euch. Genauso wie ich mich um den fahrenden, fliegenden Händler gekümmert habe, natürlich. So. Ja, ich hoffe, ich halte das hier heute einigermaßen lange aus, weil, ja, wie gesagt, bin einigermaßen geschrottet. Aber mir geht's eigentlich ziemlich gut. Hallo, Arbeitsloser, was machst du hier oben? Du hast doch noch gar kein Bett. So. Wo ist denn der andere hin? Ach, der steht hier unten noch rum. Alles klar. Du kommst aber auch bald nach oben, ne? So. Ich müsste mal kurz hier Steine ablegen. Und oben in der... In dieser Truhe müsste ich... Ich lege erstmal das Zuckerrohr so ab und das Leder auch. Das sind ja noch Bücher. Cool. Ja, kriegen wir wohl hin. Hier haben wir eine Leine. Gott, wir kriegen so viele Leinen und ich weiß eigentlich gar nicht, wofür ich die alle verwenden soll. So, das dürfte für die Schafsjagd genügen, der Platz. Wir brauchen auch praktischerweise wieder ein mobiles Bett. So. Ah, unsere erste Schlucht war das. Und hier hinten in der Richtung, wenn wir hier weitergehen, da hat die eine der ersten Episoden stattgefunden. Es geht immer nur um die Kohle. Könnt ihr euch erinnern? Wo ich meine erste Kohle geholt habe. Und ganz stolz war darauf. So, finden wir die Wolle wieder, die wir eben liegen lassen haben. Hier oben irgendwo, ja genau, super. Nichts soll verschwendet werden. Kein Tier soll umsonst um die Ecke gebracht werden. Das ist so brutal. Mit der Axt in den Schädel. Ja. So läuft das halt heutzutage. Da ist noch eins. Gehen wir aus dem Weg, Kuh. Obwohl. Ja, ihr seid auch willkommene Gäste. Oh, so schön viel Leder. Ja, kill them all. Wir machen eine kill them all Tour. Die Kühe sind etwas stabiler, wie man merkt. Nein, Schweine jetzt mal nicht. Graue Schafe sind auch nicht so willkommen. Aber das braun-weiße hier, das nehme ich gerne mit. Wer hat denn da gegessen? Ich habe irgendwas runtergeschmissen. Ah ja. Ich muss mir gleich mal Tee eingießen. Ich kriege ein Pappmaul hier von dem ganzen Gerede. Und nicht Getränke. Da unten ist noch ein braun-weißes Schaf. Das will ich auch haben. Ballo! Wisst ihr noch, Ballo sagt man zu Hunden und Malo sagt man zu Katzen. Ein braunes Schaf. Kommst du aus Braunau am Inn? Nur weil ich weiß, dass mindestens einer sich wieder drüber aufregt. Was ist denn daran wieder so witzig? Oh, ein Skeletor war da eben. Also die Schafe fallen echt leichter um. Ich lasse die lass die Kürbisse da oben mal wachsen. Die lasse ich mal Kürbisse sein. Hasi, 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 Hasi. Hasi? Oh.
guck mal, können wir gar nicht mitnehmen. Dann muss das Hasenfleisch hier elendig verrotten. Ja. Das kann auch mal passieren. Besteht halt ein Überangebot dran. Ja, ich könnte jetzt das Inventar irgendwie leer machen und mir das Hasenfleisch holen, aber das ist mir doch jetzt egal. Ach, guck mal, da ist ein Schaf. Das hauen wir jetzt mal. Ja, ich glaube, wir haben genügend Schafe geköpft und sollten uns jetzt daran machen. Ach, guck mal, wie viele schöne Schwarzeichen hier gewachsen sind. Ich will hier auch gleich noch was anderes anpflanzen. Etwas, das hier überhaupt nicht heimisch ist und das bisher in unserem Baumwall noch keinerlei Verwendung findet. Verbindung findet. Okay. Hahas. Ich habe ein bisschen Spaß für euch. Wo ist denn unsere Treppe? Da ist unsere Treppe. Trottel, wo seid ihr? Na, ihr Trottel. Ich bin der Trottel. Ich kann nicht. Ich kann nicht gehen. Was? Also, wir müssen hier unten noch ausschachten. Das ist heute auch noch angesagt. Auch wegen Nethermaterial. Wo ist denn das Volk? Wo ist das Doofbewohnervolk? Sind die jetzt alle oben oder was? Also würde mir ja zu Pass kommen. Aber auf der anderen Seite, why? Was für einen Grund sollten sie haben? Sag bloß, ich habe gar keine. Ich habe keine Bretter. Oh, geil. Okay. Lasst uns ein wenig Mouton braten. Jetzt kriegen wir noch mehr Steine. Und noch mehr Steine. Ich wollte eigentlich das Inventar leer kriegen, ne? Habt ihr mitgekriegt, ne? Irgendwie wollte ich das. Oh, hier ist nicht genügend Kohle drin. Wie sieht es denn hier aus? Ach, das geht noch. Noch mehr Steine. Ne, das können wir gar nicht machen jetzt. Wir müssen noch Steine ablegen. Wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Und die Treppen bleiben erstmal. Da brauchen wir sogar noch mehr von. Lass doch mal diesen Weizen hier irgendwie loswerden. Ich hab's richtig gesehen. So. Wo sind denn? Da sind zum Beispiel Dschungel-Saplings. Die brauchen wir auch noch. Lass mich noch gucken. Lalalala. Okay. Lass mich nochmal gucken. Nö, eigentlich, ja, könnte man. Komm, nehmen wir die auch noch mit. Verstopfen wir uns das Inventar. Vollständig und ganz. Erstmal den Stein umformen hier. So. Jetzt wäre da noch. Da ist das Leder. Da sind ein paar Bücher. Da ist Papier. Ah ja, Bretter brauchen wir. Bretter. Wir müssten ja eigentlich genügend Holz haben, ne? Ja, hier haben wir sogar noch ein paar fertige Plankes. Aber jetzt ist das Inventar auch schon wieder voll. Doll. Ja gut. Weißt du, davon lasse ich mir doch nicht die Tagzeit drüben. Jetzt muss ich mal suchen. Book. Bookshelf. Wir brauchen. Ja, wir haben nicht genug. Ja, da geht was. Und ja, Bookshelf. Da geht auch was. Ja, ein einziges haben wir. Ein einziges Bücherregal. Ja, geil. Mühsam nährt sich das Eichhörnchen. Also wir werden hier noch eine Weile brauchen, bis wir das Ganze hier fertig haben. Alter. Also wir brauchen noch zwei. Und dann brauchen wir noch eine Reihe oben drauf. Dann ist das absolut perfekt. Ich mache noch mal was. Und zwar, ich wollte ja jetzt eigentlich, ach komm, kümmern wir uns erstmal um den Kram, der wichtig ist. Deswegen muss das auch ausgegraben werden, weil wir ansonsten hier immer rundherum rennen müssen. Was macht denn die Spinne schon wieder überall? So, ich wollte ja eigentlich das machen, ne? So, und das. Und dann. Ja, wundervoll. Nicht. Ja, packen wir mal die Betten in die Quitschlots. Quitschlots?
Ja, den einen Diorit, den kann ich da mal vergessen. Was ist denn der andere Vogel? Ich werde ihnen die Betten erstmal hier so irgendwo wild in die Gegend ballern. Möglichst weit auseinander, damit sie sich nichts tun. Ach, guck mal. Der schläft doch tatsächlich. Wo ist der andere hin? Doch nicht, dass der sich jetzt irgendwo rumtreibt und sich unter Umständen in Lebensgefahr bringt. Ich traue denen das ja zu, aus Gründen. Pass auf, der hat sich mein Bett geklaut. Wetten das? Hier oben irgendwo? Nee. Nee, sieht nicht so aus. Drüben in England laufen die teilweise in den Türmen rum und bleiben dann da auf den Leitern hängen, weil sie zu blöd sind, Leitern zu steigen. Also sie versuchen es zwar, aber hängen dann irgendwo zwischen den Etagen an der Decke. Ach, der steht da draußen rum. Was ist das denn für ein Vogel, der arbeitslos hat Bock zu sterben? Ja. Okay, pass mal auf. Ich mach dem einmal kurz die Tür auf. Vielleicht schnallt er dann ja. Das ist eine bessere Idee, wäre hier rein. Jetzt ist er. Ja. Okay. Gut, pass mal auf. Das machen wir jetzt ganz einfach. Wir machen jetzt hier einmal noch die Treppe fertig. Die bleibt auch permanent, würde ich sagen. Ich weiß nur nicht, ob ich sie für die Dorfbewohner besteigbar machen soll. Verstehst du, was ich meine? Also, ob es für sie möglich sein soll, da weiter auf und ab zu gehen. Mir fällt gerade schon was ein, was ich machen könnte, damit zumindest das Nether-Portal sicher vor ihnen ist. Sie dürfen ja ruhig hier runter in den Keller gehen. Und so ein bisschen da andächtig an dem Zaubertisch rumstehen. Das ist ja durchaus möglich. Wow. Tu doch nicht sowas. Hier sind noch ein paar Stufen. Den einen Diorit habe ich jetzt komplett vergessen, ne? Also der ist jetzt, der ist wahrscheinlich schon despawned. Oder habe ich den eben aufgesammelt? Ich hab doch keine Ahnung. So. Was mache ich hier eigentlich? Okay, dann können wir eigentlich diese Leiter hier auch so eliminieren. Da ist der Diorit, den ich vorhin rausgeschmissen habe. So, die Treppe ist jetzt fertig, ne? Ich würde hier gerne ein bisschen abbauen. Also eigentlich würde ich den Klotz hier gerne weghauen. Und es spricht eigentlich auch nichts dagegen, diesen Raum auch mal fertig zu bauen. Oh nein! Oh doch! Und ich will niemanden mit solch langweiliger Arbeit ärgern, aber die Dinge müssen getan werden. Alles muss irgendwann mal erledigt werden. Und warum nicht heute? Ich möchte das zwar heute alles sehr, 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 sehr abwechslungsreich haben, das heißt also von allem etwas. Was haben wir heute nicht schon alles getan? Wir haben ein bisschen die Monsterfalle angefangen. Ja, also angefangen haben wir sie eigentlich nicht, sondern nur den alten Schrunz weggerissen. Entschuldigung, ich glaube, ich muss mal was zu trinken eingießen. Also sonst wird das hier nicht lange mehr währen. Warum sind jetzt da oben Löcher drin? Die will ich eigentlich nicht haben. Weil ich ganz einfach weiß, dass meine Dorfbewohner-Trottel sich da auf jeden Fall runterstürzen werden. Da zum Beispiel auch. Wenn man ihnen die Möglichkeit zum Suizid bietet, werden sie diese mit Freuden ergreifen. Och, guck mal, da will einer rein. Ist das schön. So, und sobald die Dorfbewohner wach sind, können wir ihnen auch mal ein paar Backkartoffeln hinschmeißen und ein bisschen Brot. Vielleicht vermehren sie sich ja. Wir sollten dem einen auch einen Job geben, also eine Werkbank hinstellen. Was war er nochmal? Er ist Waffenschmied, ne? Dann braucht er ein Blast Furnace. Tja, das wusste der Großvater noch. Was für ein Gegrabe hier. Hundi?
pass auf meine Dorfbewohner auf, es sind die einzigen, die ich habe. Und das hätte ich mir eigentlich nicht träumen lassen, dass ich hier nochmal... Warte mal, wie wird denn eigentlich ein Blast Furnace gebaut? Kriege ich das irgendwie vielleicht sogar hin? Minecraft Furnace. Dass man, also das finde ich ja das Lustige, ne? Angeblich, Moment, angeblich soll es doch so sein. Oder habe ich das jetzt schon wieder falsch gemacht? Ich glaube, ich habe das schon wieder falsch gemacht. Ich glaube, jetzt funktioniert es. Ja, Blast Furnace. Wir brauchen Smooth Stone. Okay. Wir brauchen Smooth Stone. Den können wir doch irgendwie basteln. Ist das das hier? Ich glaube, es ist einfach nur Stone, ne? Gucken wir nochmal. Ich glaube, Smooth Stone bekommen wir, wenn wir den hier nochmal durch den Mangel drehen, richtig? Nö. Oder wir müssen ihn nochmal braten, den Stone. Ja, da ist keine Kohle drin, das ist das Problem. Wenn ich den nochmal brate, was bekomme ich dann? Dann müsste ich eigentlich Smooth Stone bekommen, richtig? Wo haben wir denn die Fresstruhe? Da, okay. Mhm. Warum hat er eigentlich vorhin keine weiteren Bücher gemacht? Wir müssten doch eigentlich... Mhm. Mhm. Warum kann ich keine weiteren Bücher machen? Das ist komisch. Ich kann jetzt jedes Mal nur eins machen. So, ja, jetzt weiß ich, Shift-Taste drücken, wenn ich hier drauf drücke, nicht hier. Okay, dann hau rein, Kollege. Das dürfte dann auch die Bookshelves betreffen. Hallo, könntest du mal? Kriegen wir zwei von. Jedes bisschen hilft. Okay, okay. Somit hätten wir die Reihe hier drüben schon mal vollständig. Ja, der Rest kommt dann später. Noch mal kurz ins Inventar gucken. Bücher haben wir noch. Warte mal, warum hat er eben keine Wahl? Sag bloß, ich habe kein Holz mehr. Ne? Ich hab kein Holz. Holz. Oak Log. Wir machen mal ein bisschen Oak Logs zu Oak Planks. Hm? Warte mal. Hä? Was ist hier los? Ich brauche Oak Planks. So, und jetzt müsste es uns eigentlich auch wieder möglich sein, noch ein paar Bookshelves zu machen. Ich krieg das schon, Leute. Ich krieg das schon. Ja! Jetzt brauchen wir nur noch wieder Leder. Guck mal, das ist die untere Etage. Naja, nicht vollständig. Da fehlt noch hier und noch hier. Wir werden das schon hinbekommen. Ja, was wollte ich jetzt? Und nicht lügen... Mhm. Eigentlich wäre es langsam mal Zeit, rüber zum in den Nether zu gehen, nicht wahr? Ich will es aber eigentlich nicht. Ich will es so lange nicht, wie ich nicht die Erfahrungspunkte weggeballert habe. Ich pack mal die Wolle hier drin. Das ist zwar totaler Blödsinn. Den Netherrack auch noch. Ja, 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 ja. So, warum habe ich denn hier so viele Slabs? Boost? Ach so, die Boost-Slabs kommen alle... von drüben von der Monsterfalle. Okay. Das Papier kann hier mal wieder rein. So. Ich werde mich hier sowas von verirren. Ich bräuchte mal, wie ich irgendwas anderes mache. Halt, stopp. Falscher Schlott.